Die Enerwein Maria hat sich auf dem Weg ins Dorf gemacht. Es ist ja ganz warm ums Herz gewesen. Sie hat wahrscheinlich von der ganzen Messe nichts mitgekriegt, wenn sie der Pfarrer bei seiner Predigt nicht so in Rage geredet hätte. Dass die Lula Montes bei jeder Gelegenheit ihren Rock um und ihre blanken Schenkel gezeigt hat. Dann können wir die stolzen Löwen in unserem Landeswappen gleich gegen eine Sau austauschen. Das darf dann besser passen. Heiliger Vater im Himmel, ich weiß, dass du allmächtig bist und mich hörst. Im Namen Jesu rufe ich dich um Hilfe an. Herr, ich bitte, mach, dass er gesund heimkommt. Da ist auf einmal die Tür aufgegangen und der Geißler ist da gestanden. Blut ist ihm aus dem Mund gelaufen. In dem Moment ist der Gürtel reingekommen. Papa, ich hab drei Schuss gehört. Jetzt hätte mich der Depper die Franzose fast erwischt. Mir ist ganz schlecht. Föderl, hast du mir schlimm geredet? Gürgel, das hast du doch für mich auch gemacht. Das ist der Jännerwein. Ja, Gürgel, was machst denn du da? Nie wieder schießen, haben wir gesagt, gell? Hey, leck mir am Arsch, der Föderl. Gürgel, darf ich dir meine zukünftige vorstellen, ein Sagerl? Ah, von der du mir schon so viel verzeiht hast. Ach so, das ist ja interessant. Was hast du denn nachher da alles erzählt? Ja, das... Das verzeihe ich dir gleich ganz genau, und zwar beim Tanzen. Darf ich, Sepp? Ja, freilich, warum nicht? Ja, wäre ich auch noch gefragt. Leider nein. Also auf geht's. Der Jännerwein ist der Vater, oder? Und jetzt kümmert er sich nicht um mich. Und? Wen schon? Ich tat die immer noch nicht mehr. Und das Kind auch. Das Ärgerl hat bitterlich zum Warnen angefangen. Hättest mich bloß nicht mitgenommen auf Leonhard. Ihr sollt ihn beim Wäldern erwischen. Föderl! Ja? Sie bleiben noch kurz da. Wo ist er denn, der Jännerwein? Auf der Baumgartenalm. Föderl, jetzt sind wir ja unter uns. Ich kann doch offen mit Ihnen reden, oder? Ja, freilich. Es gibt auch Grenzfälle. Verstehen Sie, was ich meine? Wegen seinen Schnaps. Hätte wie du so ein Gefries, dann mach die nicht so ein Geschiss. Da bleiben die lieber im Dunkeln, wie am Arsch die Furunkeln. Der Jännerwein hat den Brief in der Hand gehabt und lang nachdenkt. Na gut, bist ja doch meine Mutter. Dann hat er seinen Stutzen rausgeholt und sich auf die Lauer gelegt.